Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Da der Geräuschpegel sich etwas erhöht hat, nehme ich an, dass die Beschlussfähigkeit jetzt hergestellt ist. Ich begrüße Sie herzlich und eröffne die 79. Plenarsitzung. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1, 2, 8 bis 11, 13 bis 16, 19, 24 und 28 bis 30. Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion wird Tagesordnungspunkt 21 von der Tagesordnung abgesetzt. Gestern Abend tagten drei Ausschüsse mit folgendem Ergebnis. Der RTA hat zu dem Gesetzentwurf 19-3471 eine Beschlussempfehlung mit der Nummer 19-3595 abgegeben. Die dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 46 auf dem Nachtrag. Der INA hat zu dem Gesetzentwurf 19-3373 eine Beschlussempfehlung mit der Nummer 3596 aus 19 abgegeben. Diese dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 48 auf dem Nachtrag. Und der SIA hat zu dem Gesetzentwurf 19-1196 eine Beschlussempfehlung mit der Nummer 3597 aus 19 abgegeben. Diese dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 49 auf dem Nachtrag. Außerdem hat der SIA zu dem Antrag 3513 aus 19 eine Beschlussempfehlung mit der Nummer 3598 aus 19 abgegeben. Sie finden Sie unter Tagesordnungspunkt 50 auf dem Nachtrag. Und bevor wir in den Sitzungsablauf einsteigen, habe ich noch ein Versäumnis nachzuholen. Ich muss noch berichten von den Erfolgen unserer Landtagself. Ein Unentschieden und ein Sieg binnen Wochenfrist. Vor einer Woche konnte die Landtagself vor dem Hessenfest in Berlin ein 3:3 Unentschieden gegen das Abgeordnetenhaus Berlin im Olympiapark erreichen. Am gestrigen Abend dann ging es in Frankfurt gegen eine junge Flüchtlingsmannschaft vom offenen Haus der Kulturen. Bereits vor dem Spiel wurde der Scheck des Landtagspräsidenten für das offene Haus überreicht, mit dem deren ehrenamtliche Arbeit unterstützt wird. Die jungen und quirligen Flüchtlinge legten ein hohes Tempo vor und konnten so das Parlamentsteam bereits in der dritten Minute bezwingen und gingen 0:1 in Führung, das heißt 1:0 eigentlich. Dann kam das Team von Coach Decker besser ins Spiel und konnte mit Brun und Yüksel bis zur Pause auf 2:1 ausbauen. Nach der Pause profitierten die Parlamentarier von einsetzendem Regen und konnten durch zwei weitere Tore von Yüksel und Hort bis auf 6:1 erhöhen, ehe den Flüchtlingen der 6:2 Anschlusstreffer gelang. Kurz vor dem Schlusspfiff dieser freundlichen Begegnung traf erneut Hort zum 7:2 Endstand. Bei der anschließenden dritten Halbzeit, die folgte, zeigten sich die Flüchtlinge als gute Verlierer und saßen noch gemütlich mit den sportlichen Botschaftern des Parlaments zusammen. Jetzt gibt es erst einmal Sommerpause, und danach spielt die Landtagself gegen die Mannschaft des Vorstandes der Fraport AG. So, jetzt kommen wir allerdings zu ernsteren Dingen. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 32. Danach folgt Tagesordnungspunkt 23 und nach der Mittagspause Tagesordnungspunkt 31. Heute fehlen entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr und Herr Staatsminister Lorz von 10 bis 13 Uhr. In der Mittagspause trifft sich der Europaausschuss im Sitzungsraum 204M. Und ich habe noch einen Geburtstag zu verkünden. Allerdings ist das Geburtstagskind noch nicht da, bekommt seine Blumen später. Gratulieren können wir trotzdem Frau Nancy Faeser zu ihrem heutigen Geburtstag. Ich herzliche Glückwünsche vom gesamten Haus. Applaus